da. Ich habe hier noch Schattenläuferhörner für deinen Händler. Gut, her damit. Besorge mir mehr. Wer weiß, wie lange der Stadthändler die Dinger noch haben will. Hier hast du deinen Anteil. Sehr schön, 2800 Goldmünzen, das ist ordentlich. Dann auch noch die Klingen, die wir jetzt haben, 15 edle Schwerter. Plus, wie viele Klingen haben wir noch hier? 5 glühender Stahl und ein Rohstahl und 3 Klingen. Ja, die gehen hoffentlich auch noch irgendwie. Also das könnte langsam so, ne, ein bisschen reichen. Aber wer weiß, wie viel. Wie hieß der Schmied nochmal in der Festung? Jan? Was ich dafür haben möchte. Also 10.000 Gold bestimmt, wenn nicht sogar mehr. Ist ja schließlich nichts dahergelaufen ist, ne? Und die anderen Rüstungen, die wir vorher gekauft haben, waren schon im Tausenderbereich. Oh, war das gerade ein Kronstückel? Nein, waren nämlich Nesseln. Stimmt, ich wollte auch noch die Drachenwurzel. Mir ist ja kein Drachenwurzel. Goblinbär, nein. Heilwurzel mit den Grünstöckeln hier. Daraus auch noch 2 Heiltränke machen. Aber jetzt Höhle. Mit hoffentlich noch einem Drachenei drin. Jep, das ist schon mal gut. Also Ex-Mensch ist ein gutes Zeichen. So, hab ich. Oh, das ist ein Wert von mir. Oh, 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 oh. Ja, das war nur 4. Ja, okay. 3 sind machbar. Das kriege ich zwischen Helmer. Und ein 4. wirft mich dann doch schon ganz schön aus der Bahn. Hoffentlich war es das. Da ist schon mal ein Drachenei. 1, ja. Auf der anderen Seite könnte auch noch was sein. Aber falls da noch mehr Menschen sind, müssen wir uns zurückziehen. Oh ne, sieht ruhig aus. Ja, sehr gut. Dann gucke ich mal, wo meine Karte ist. Da. Das war jetzt Höhle. Genau, die südwestlich von der Höhle von vorhin. Also haben wir jetzt eine Linie von dieser Serpentinenstraßenhöhle unten am Wasser. Dann südwestlich die Höhle von der Kräuterhexe und dann nochmal südwestlich die Höhle jetzt. Ja, dann haben wir hier im östlichen Bereich schon recht viel abgeklappert. Die eine Höhle, die noch fehlt, ist unten bei Dexters Turm. Da bin ich mir nicht ganz sicher, da mache ich mal ein Fragezeichen hin. Ja, und jetzt haben wir noch westlich von hier, Richtung Kurines quasi. Da ist auch noch eine Höhle, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie man da hinkommen soll. Aber die Richtung, in der wir jetzt gerade gucken, scheint okay zu sein. Ja, Wand. Also in der Richtung ungefähr weiter, Richtung Kurines. Dann kommen wir auch bei der Taverne vorbei. Das ist gut. Das heißt, wir machen jetzt einen Abstecher zur Taverne. Schlafen da erstmal, weil, ne, ist ja schon angeschlagen. Und dann weiter in die Richtung. Es könnte auch die Stelle sein, wo der alte Mann überfallen wurde. Da war noch eine Höhle mit diesen Mole-Rats. Vielleicht haben sich da inzwischen Ex-Menschen niedergelassen. Und hast du vielleicht hier neue Heiltränke? Das will doch keiner wissen. Zeig mir das. Klar, Bruder. Ich hätte das anders gemacht. Nee. Ja, okay. Hört ja sein können. Nochmal zuhören. Meinst du, mir geht es besser? Unser Zimmer war das hintere? Ich glaube, das hier. Selbst bist du da nicht drauf gekommen. Ratzebü. Das ist kein Geheimnis. Mhm. Also hier konnte man nicht ordentlich runterspringen. Ne? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Würde die Jungs wahrscheinlich ein wenig irritieren, wenn früh morgens jemand aus dem Zimmer rauskommt und gleich über die Brüstung springt. Das ist kein Geheimnis. So, hier. Das müsste jetzt die ungefähr richtige Richtung sein. Zu Corines hin. Und der Weg hier ist sogar der, der zu den Banditen
Ja, Mist, zu dem Banditenlager oben hin führt. Wir wollen aber nicht oben hin zum Banditenlager. Jedenfalls war das nicht meine Idee, sondern unten, wo die runtergesprungen sind, auf den Karren von dem alten Mann. Also dann hier durch das ganze Geäst durch. Oh, Platz da, da. Ja, da sind sie runtergesprungen von der Brücke. Und unter der Brücke war eine Höhle. Nämlich hier. Ja, das ist eine Höhle. Aber keine Ex-Menschen. Sind wir denn richtig? Ja, so halb. Ein kleines bisschen hinten rechts, also da. Oh. Links, rechts, links, rechts, links, links, links. Kleinkram. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oh. Das müsste noch der Schlüssel vom alten Mann sein. Also hätten wir den Schlüssel von ihm bekommen, dann wäre er bestimmt noch irgendwo in den Untiefen unseres Rucksacks gelandet. Da ganz unten könnte eine Höhle sein. Wie kommen wir denn da hin? Ah, ja, genau. Das ist, wenn man von Grünes rauskommt, dem Burggraben folgt. Also nicht dem Burggraben auf der Seite von Xalastrom, sondern der andere Burggraben. Dann kam man in so ein Tal mit ganz vielen Feldräubern. Und da könnte denn die Höhle sein. Und in dem Tal könnte inzwischen so viel an Viehzeug noch reingesiedelt sein, dass wir da kurz durchrauschen können. Das macht das Ganze sogar einigermaßen produktiv. Hering? Ja, genau. Da ist gleich der... Oh. Wo kommt die denn immer wieder alle her? Irgendwann müssen wir euch doch mal alle erwischt haben. Wobei inzwischen sind die sogar eine ganz nette Ergänzung eigentlich. Ich meine, es ist einigermaßen Kampferfahrung. Die haben manchmal Tränke dabei. Solange sie ja nicht verfluchen, ist alles gut. Nee, hier in dem Tal scheint nicht mehr so viel zu leben. Aber in der Richtung irgendwo sollte dann die Höhle sein. Auch nichts an Kräutern, was ich so auf den ersten Blick sehe. Heilpflanze ist uninteressant. Oh, war da gerade was grün schimmerndartig Drachenwurzliges? Nee. Schade. So, Höhle mit Blut. Vorsichtig sein. Ja, Moment mal, hier waren wir schon. Hier liegen noch Echsen, Menschenwaffen, richtig. Dröhnen. Die wurde dann wohl... Ah, nee. Hä? Hat das Ding zwei Ausgänge? Also wir waren in der Höhle, das stimmt. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es die obere Höhle von den zwei Höhlen war. Gibt es hier noch mehr? Ne, Sackgasse. Hering. Also wenn das Ding ein Tunnel wäre quasi. Mit einem Eingang, einem Ausgang, je nachdem wie man es sehen möchte. Dann würde ich die zwei Höhleneingänge auf der Karte auch verstehen. Aber danach sieht es nicht wirklich aus, nö. Das heißt, es muss irgendwo noch eine Höhle sein. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, ob ich unten oder oben danach suchen soll. Ja, gehen wir nur zum Eingang, gucken genau beim Eingang auf die Karte. Hier. Ja, das ist die obere Höhle. Und... Ah, okay. Die... Also direkt südlich von uns sieht man eine Brücke. Und unter der Brücke führt der Weg lang. Das ist denn doch die Brücke von... Hier, ne? Da, wo der Typ überfallen wurde.
Und die Weggabelung östlich davon, da müsste die Taverne irgendwo sein, warum auch immer die nicht eingezeichnet ist. Das heißt, südwestlich vor der Taverne, in so einem kleinen Nischen. Ah, da wo der Teleporter ist. Das müsste die Höhle sein. Ja, das macht Sinn. Da ist definitiv eine Höhle mit dem Teleporter halt drin. Aber da werden doch bestimmt keine Echsenmenschen hin sein, oder? Na gut, Hauptsache wir haben ein neues Ziel. Also, hoch. Da kommen wir, glaube ich, noch nicht hoch. Sind da unten Suchende in dem... Nein, das sind nur Fässer. Okay. Ich dachte schon, das wäre ein wenig komisch. Also ja, sie haben sich über das ganze Land verbreitet, aber komm schon, im Burggraben rumlungern ist jetzt nicht so wirklich, ne, für einen obersten Schwarzmagier so die super Aufgabe. Genau, da ist die Brücke. Die Heringe gehen viel zu schnell aus. Ich glaube, wir härten langsam ab, was den Hering angeht. Also, Weg folgen bis zur Taverne und dann rechts rum. Also nicht, ne? Dann den Weg zu der Brücke hoch. Das wäre ja... Hier. Da waren die Banditen. Sondern irgendwo hier im Dickicht drin. Da war der Teleporter versteckt mit der abgeschlossenen Tür. Genau. Das ist aber nicht der Teleporter. Nee. Hier lag ein Schwert. Es muss noch eine Höhle geben. Geh mal weiter. Achso, erst gucken, ob das die Höhle auf der Karte ist. Dann durchstreichen so. Ja, das sieht stark danach aus. Trotzdem gucke ich da nochmal hin. Das sieht sehr seitengängig aus. Nanu? Wo sind wir denn hier gelandet? Wakrane. Oh, und eine... Nee, kann man nicht wirklich Höhle nennen. Apfeltabak, Zangen, Trank. Aber immer noch nicht der Teleporter. Der muss dann doch auf der anderen Seite gewesen sein. Na gut, rechts, links. Rechts, links, links, links. Nein, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Sieht so aus, als könnte man glatt weitergehen, oder? Schon mal sehr windig hier oben. Wäre auch bestimmt nicht gesund, da runter zu purzeln. Ich glaube nicht, dass man hier wirklich hochgehen soll. Oh, noch einer von euch. Hey du. Du müsstest mal stehen bleiben, damit ich dich treffen kann. So können klappen. Nein. Nein. Okay. Aber dass sie so einem Weg folgen, haben wir noch nicht gesehen, oder? Eventuell werden wir gleich verflucht. Ja. Wirst du die Macht unseres... Nicht ganz so schön. Das heißt, wir müssten demnächst wieder zum Kloster zurück. Meh. Und 3-4 Feuerpfeile verbraten, aber die brauchen wir für eh nichts wirklich. Dafür genau sind sie ja da. So, also in der Höhle unten waren wir. In der komischen Mini-Höhle da waren wir. Wir waren bei der Taverne. Ja, das ist hier falsch. Bei der Taverne dahinter. Wir waren aber noch nicht in der Höhle mit dem Teleporter.
ist jetzt nicht so unbedingt direkt da, wo die Höhle eingezeichnet ist, aber wer weiß. Oh, oder bin ich vielleicht den falschen Seitengang gegangen in der Höhle? Also ich weiß noch, dass die Höhle abgesperrt war mit einer Tür. Und wir hatten dann eine Tavernenschlüssel dafür bekommen. Nehmen wir doch die Tür hier. Ja, hier ist der Teleporter. Aber keine Ex-Menschen. Und ich sag jetzt einfach mal, wir haben die Höhlen gefunden. Es ist schwer wirklich zu beurteilen, wo welche Höhleneingänge sind und wo nicht. Aber die hier bei dem Cluster um Xalas Turm haben wir es erledigt. Also sowohl die vier direkt um ihn rum, als auch den nördlich davon und alle östlich, also in der Nähe von Onas Hof, außer ein Höhleneingang bei Dexters Turm eventuell. Das heißt, wir haben jetzt noch im Nordwesten, also wenn man bei Kurin aus dem Osttor rausgeht, sind ja direkt zwei Höhlen nördlich davon. Die müssen wir uns noch anschauen. Und dann in Richtung von dem Leuchtturm. Da sind auch noch zwei. Und dann gehen wir am besten oben eine Runde rum. In Richtung Schwarzen Troll, oben an der Küste lang. Da haben wir eine 1, 2, 3 in der quasi Linie. Die können wir noch mitnehmen. Und ja, bei dem Troll selber, also nordöstlich vom Troll, die oberste Höhle. Das sind noch die. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Höhlen, die wir relativ zügig nacheinander abgehen können. Aber nicht von da aus, sondern für... Ja, von Kurinus aus. Und wenn wir jetzt gleich in Kurinus ankommen, wird unser Held sich erstmal zu der Schmiede verdrücken. Und wir sehen ihn dann wieder, wenn er fertig ist mit dem ganzen Schmieden von den Rohlingen und er seine Ware verkauft hat. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Also dann bis gleich. Ich habe was anderes gehört.